Ein Ofen, kann ich nichts mitmachen. Und oben hat die Frau einen Hirsch an, einen Hirschkopf an der Wand. So, wer bist du denn? Bürgermeister Volker ist wirklich vertrauenserweckend. Ihre Tochter hingegen ist manchmal etwas aufgedreht. Gasthaus. Yay, gehen wir rein, heilen. Wir sind nämlich ziemlich mitgenommen. Ein Buch mit der Aufschrift Arktika. Metallisch wertvoll. Was damit wohl gemeint ist? Ja, wer versteht das? Ich bin eine Diva, du bist nichts. Kann man hier im Regal sehen. Auch eine Art, durch das Leben zu gehen. Seid ihr für so eine Gegner ein bisschen zu leicht gekleidet? Wobei... Von der anderen Seite aus betrachtet, ist es für Männer wie mich auch schöner anzuschauen. Moment. Fuck it, Punch! Ja, ich... Oh, das ist sogar billiger als in der Roria hier. Gut, dann gehen wir mal eben schnell übernachten, weil... Wow. MP gleich wenig. Dann können wir uns die Stadt noch weiter umgucken, anschauen. Ja, schlafen. Genug geschlafen. So, und 2 Sekunden Schlaf reicht aus, um wieder komplett fit zu sein. Aber das geht nur in einem Bett. 2 Sekunden Schlaf auf dem Boden ist unmöglich. Jetzt muss man schauen, ist da hinten rechts noch irgendwas? Hinterm Gasthaus? Kann man noch hinter das Gasthaus? Ja, das ist ein Schneemann. Ich würde sagen... Tschüss, Schneemann. Na, ich kann ihn nicht vernichten. Okay, dann... Tschüss, Schneemann. Ja, ich kann ihn wegschieben. Agilband. Oh, Moment. Ausrüstung. Agilband. Erhöht Tempogeschick und Ausweichrate, aber vermindert die Mentalität. Das ist schlecht, weil sonst hätte ich es Rika gegeben. Obwohl... Guck mal, Status, wie viel Mentalität hat sie denn? 260 im Vergleich zu den anderen 100. Oh, das ist eigentlich ganz viel. Obwohl, der hat ja doch durch das Magieband ein bisschen was extra, ne? 10. Also 250, also 230 müssten das jetzt sein, ne? Ja. Aber dafür Tempo 180. Sie ist immerhin schon mal schneller als Lia. Und dabei noch ein Level tiefer als sie. Psst. Wollt ihr doch gerade für das Turnier kaufen? Ganz heiße Ware. Das ist bereits ausverkauft. Du hast nur noch 10 Millionen Zenny das Stück. Nein, danke. Einen schönen Tag noch. So, was haben wir hier? Honoldshaus. Ah, okay, dann gehen wir als letztes rein. Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir mal schauen, was wir einkaufen können. Aber erstmal reden wir mit dem kleinen Girl hier. Hey, gleich mache ich einen Schneeengel. Schneeengel, ein Wort mit 3 Es hintereinander. Ich glaube, hier gibt es nur dieselben Sachen, die wir schon haben, ne? Magischer Hut? Oh. Hm. Ich sehe gerade, für Rika gibt es eine neue Ausrüstung. Magische Robe. Ja, da will man mal so die Sachen anziehen, die extra Boni geben und dann bringt es einfach ab einem bestimmten Punkt einfach nichts mehr. Na gut, dann bleibt Rika halt lahm. Ich gebe wieder das Magieband. Obwohl, Moment, jetzt mal gucke ich bei den Waffen. Gibt es da eigentlich noch was Neues? Oh, das ist so gestärkt als Schwert des Diaboros. Und wäre ohne Element. Nee, das Zepter der Herzen behalte ich noch. Bei Rika ist es eh egal, wie stark, aber... 5, aber ohne Element? Noch nicht. Ich behalte das noch. Ich kaufe mir erst Ausrüstung für Rika. So, einmal das. Einmal das. Dann hat sie schon mal den magischen Hut. Ja, halt keinen Giftschutz mehr. Ah, jetzt ist sie wieder ganz lahm. Wie viel hat sie denn jetzt an Tempo? 150. Soll mal sehen, kann ich mir denn das andere Ding auch noch kaufen, wenn ich die jetzt verkaufe? Wohl, Moment. Die will ich gar nicht verkaufen, die will ich behalten. Okay. Kaufe ich später noch. Nee, das geht mir aus dem Weg. Die habe ich auch noch nicht gesprochen. Das ist doch Lia, ihr habt es lange nicht mehr gesehen, Mädchen. Moment, hier war ich auch noch gar nicht. Wie der Marlock.
noch ein Klavier. Was haben wir denn hier? Memory. Sagt mir auch nichts. Sagt mir nichts. In der Ruhe findet jährlich ein Turnier statt, an dem auch einige Männer aus Arktika teilnehmen. Sie trainieren wirklich hart für diesen Tag. Die Kälte soll abhärten, deswegen trainieren sie in der Eishöhle südlich von hier. Jupp, das war die Höhle, wo wir nicht rein durften. Das Buch trägt den Titel Patty Carey. Sie küsst ein Mädchen, hm? Das Buch trägt den Titel Madame Gaga. Eine wahrlich schlechte Romanze, hm? Och ja, die Anspielungen, hm? Ich glaube, meine Frau wünscht sich insgeheim, dass ich auch mal diesen Turnier teilnehme, aber das überlasse ich lieber den Profis. Ja, du würdest eh noch verprügelt werden. Oder kannst du deine Frau sehen, was für ein Schwächling du bist? Gut, dann gehen wir hier in Bürgermeisterin Falkas Haus rein. Yo! Hm? So ist es also gewesen. Ja, das ist ziemlich anstrengend. Ich hoffe bloß, dass es ihnen gut geht. Vater, du bist auch hier? Hm? Lia, Gott sei Dank, es geht euch gut. Deine Verletzung ist auch verheilt. Was ist los? Ihr seht nicht besonders glücklich aus. Vater, es ist eine Menge passiert. Die Dinge haben sich komplett anders entwickelt, als wir es erwartet haben. Komm doch erst einmal rein. Das müssen wir nicht abbrechen, während ihr dort im Türrahmen steht. Ich stehe gar nicht mehr im Türrahmen. Ich bin schon drin. Ich bin wirklich froh, dass du auch halt zurückgekehrt bist, Lia. Julia wird ebenfalls ein Stein vom Herzen fallen. Guck. Darf ich vorstellen? Das sind Erika, Melaine und Rika. Freut mich sehr, ihre Bekanntschaft zu machen. Hallo. Einen guten Tag wünsche ich. Das ist Falka, sie ist die Bürgermeisterin Arktikas und die Mutter einer sehr guten Freundin von mir. Freut mich, euch kennenzulernen. Seufz. Ich glaube, du willst mir und deinem Vater einiges erzählen, hm? Dazu, wir werden euch aufmerksam zuhören und uns dabei die Ohren zuhalten. Hm, verstehe, so war das also. Verdammt! Wirklich? Das darf nicht wahr sein. Krasse Geschichte. Verdammt. Pat, dieser miese Schuft. Dabei dachte ich, dass vielleicht schon alles vorbei ist. Dabei konnte ich doch so naiv sein. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist sehr tragisch, dass sich das Ganze so entwickelt hat, ja. Finde ich auch. Deshalb passieren dauernd solche merkwürdigen Dinge. Wo soll das bloß enden? Dauernd? Ist noch etwas vorgefallen? Nun, neben der Geschichte, die ihr uns gerade erzählt habt, sind auch hier in Arktika einige rätselhafte Dinge passiert. Das Problem mit dem Steinschlag, der den Weg zur nördlichen Region versperrte, ist mittlerweile zum Glück wieder gelöst. Aber das war nicht alles. Vielleicht habt ihr schon mal vor dem großen Turnier in Laroria gehört. Jedes Jahr trainieren auch Männer aus Arktika, um daran teilnehmen zu können. Doch seit gestern Mittag haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Das ist höchst ungewöhnlich. Normalerweise kommen sie abends immer nach Hause. Tut mir leid, ich sollte euch damit nicht belasten. Ihr habt immer eine Aufgabe, die ihr erfüllen müsst. Haben die Männer wie sonst auch in der Eishöhle südlich von hier für das Turnier trainiert? Du hast sie doch gehört, Lia. Ich glaube, sie möchte nicht, dass wir uns noch um dieses Problem kümmern müssen. Tut mir leid, aber Arktika ist meine Heimat. Und ich kann nicht einfach so hinnehmen, dass Bürger vermisst werden. Wir sollten uns die Sache wenigstens einmal ansehen und vielleicht finden wir sogar eine Lösung für ihr Verschwinden. Genau. Ein bisschen Mitgefühl könnte dir auch nicht schaden. War ja klar, dass du dich da wieder zu Wort melden musst. An deiner Stelle würde ich aufpassen, die Funken fliegen heute tief. Nicht streiten, Kinder. Kommt an meine Brust. Und ich an eure. Es kann nicht schaden, wenn wir einen kurzen Abstecher in diese Trainingshöhle machen. Wir finden schon heraus, was mit den Männern passiert ist, Lia. Ich danke dir, Erika. Was? Ich werde das Gefühl nicht gerade los, als die Böse abgestempelt zu werden. Das war das auch eben gar nicht gemeint. Ging es deinen Manieren, Schatz, und dir dein Verstand immerhin noch nicht vollständig weggeschmort zu haben? Prinzesschen? Hm? Feuer. Wie bitte? Man macht auf ihren Kopf. Ah, bist du des Wahnsinns? Ups. Verdammt, das wollte ich nicht. Ehrlich, warte. Ich helfe dir beim Löschen. Sollten wir ihnen nicht helfen? Schon in Ordnung. Das ist nur ihre Art, sich zu zeigen, dass sie sich mögen. Na dann. Also, haben sie wie sonst auch für das in der Trainingshöhle von hier für das Turnier trainiert? So ist es. Julia ist vor kurzem losgegangen, um nach ihnen zu sehen. Doch auch von ihr habe ich in unseren 2 Stunden nichts mehr gehört. Ich mache mir wirklich Sorgen. Die Männer und um meine Tochter. Und dann rennt sie weg. Und das macht euch nichts aus. Ich kann euch auch selbst nachsehen. Ihr habt es immerhin eilig mit eurer Suche. Ach, machen Sie sich keine Gedanken drüber. Wir machen das schon.
Zudem denke ich, dass es besser ist, wenn du hier in Arktika bleibst. Wenn nun auch du noch verschwindest, würde das die Bürger bloß noch mehr verunsichern. Na gut. Aber ihr solltet euch nicht unüberlegt in die Gefahr stürzen. Wir wissen nicht, was euch dort erwartet. Du kennst mich. Wir werden schon auf uns aufpassen. Kind's. Dann werden Onel und ich hier geduldig auf eure Rücke warten. Hoffen wir darauf, dass unsere schlimmsten Befürchtungen nicht eintreffen. Können wir dann los, bevor unser kleiner Feuerteufel das ganze Haus niederbrennt? Ich hab doch gesagt, dass es keine Absicht war. Natürlich nicht. Grins. Komm, wir machen uns auf den Weg. Yay. Ja? Soll ich mit dir reden? Hallo? Wir häufen und häufen sich. Was soll das bloß hinführen? Ich werde für euch hoffen. Für euch, sowie für meine Tochter und meinen vermissten Männern. Mhm. Falka und ihr Haaren in Arktika. Herr der Halsketten. Wem es gefällt. Boah. Ich find's cool, dass du einen eigenen Harem hier hast. Gib's mir mal einen ab. Obwohl ich mich da lieber eine Frau haben. Gut, dann gehen wir noch eben zu Onels Haus, weil ich dachte, dort würde sich eine Katzin aktivieren. Mal schauen. Passiert hier drin? Doch, das passiert auch was. Hier wohnen mein Vater und ich. Du bist ein erwachsenes Mädel. Du hast nicht mal ein getrenntes Zimmer? Die arme Sau. Ist da unten was? Nee, doch nicht. Na gut, dann schauen wir uns mal eben die Bücher an und dann können wir hier aus der Stadt schon wieder gehen. Sieht aus wie ein Familienbuch. Da lass lieber die Finger von. Ah, der Donner. Ich wusste doch, das Buch ist hier irgendwo. Das habe ich mir kurz vor unserer Abreise gekauft. Lass mich mal bitte mal sehen. Hier liest das Buch. MP von Lesern 50 gestiegen. Stärke, Geschick, Tempo und Mentalität von Lesern 5 gestiegen. Ja. Damit hätten wir jetzt schon das zweite? Ne, das dritte Buch. Ich überlege immer noch. Habe ich das Lichtbuch geholt in Crestor? Ich kann mich partout nicht daran erinnern, dass ich es geholt habe. Ich muss irgendwann mal noch vorbeigehen und nachgucken. Na gut, es sind alle geil, aber ich möchte Rika eben Level abgeben. Vielleicht lernt sie was Gutes. Giften. Genau, letzter Stich. Kann ein Instant-Kill sein. Ist es wahrscheinlich aber nie bei mir. Weil ich glaube, da wurde die Wahrscheinlichkeit für gesenkt, dass es ein Instant-Kill wird. Ja, wahrscheinlich um einiges gesenkt. Eben weil es in der Testphase so verdammt häufig kam. Da war... Ja, waren die Gegner schon so ziemlich immer mit dem zweiten letzten Stich tot. So, reicht das dafür? Wie braucht sie denn noch? 300, 350. Gut, das sollten die Gegner hier unten noch vollbringen. Damit fülle ich dann auch den Rest der Folge. So. Shocking. Letzter Stich. Schade. Was? Nein. Ja, verliebt. Ich liebe das. Ja, ich liebe das Verliebtsein. Von... Oder durch, Erikas, Rikas. Ach, ich bin verwirrt. Ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. Das ist einfach nur geil, dieses Verwirren, verliebt. Bla, bla, bla. Mund zu. System Neustart. So. Ich mag dieses Bezirksfähigkeit von Rikas Waffe. Das ist einfach nur cool. So. Jetzt habe ich aber auch richtig ausgesprochen. Yee, neue Technik, wie ich es mir gedacht habe. Phönix? Ja, sie kann wiederbeleben, endlich. Gut, dann gehe ich jetzt eben nochmal hoch. 2300. Das reicht sogar für... Dingens da. Aber ich glaube, ich werde wieder nochmal ein ganz kleines bisschen diesmal, aber nur, nochmal ein bisschen Geld farmen, damit ich auch Rika Lias Waffe kaufen kann. Weil dann, ja, hat sie vor allem erstmal eine stärkere Waffe und ohne Element, falls mal ein Gegner mit Finsternisresistenz kommt, wäre das nicht so praktisch. Weil dann könnte Lia da mit normalen Angriffen fast nichts tun und wenn ihr MP ausgeht, dann war es das, dann ist Lia unnütz. Vor allem, wenn dann Gegner kommen mit Finsternis absorbieren. Dann extreme Scheiße, deswegen. Also ich habe genug für diese einen Stiefel für Rika. Das heißt, es sind noch ein paar tausend, die ich hier verdienen muss. Und wir würden es dann beim nächsten Mal wieder hier oder im Laden oder wo auch immer sehen.
Bis dann. Ciao.